Spannender hätte es nun wirklich nicht sein können. Der TC Blau-Weiß verabschiedet sich mit einem Sieg aus der Hallensaison 2019-2020. Der Klassenerhalt ist zwar seit dem letzten Spieltag sicher, doch im letzten Spiel machen es die Blau-Weißen noch einmal besonders spannend. Wir haben konstanter gespielt. Besme hat, glaube ich, durch die größere Halle, die wir hier haben, als im Rohrgarten, vielleicht auch ein bisschen mehr Probleme gehabt. Und wir hatten ja einfach mehr Konstanz drin, längere Ballbesitzzeiten und auch einfach mal mehr Tore geschossen. Die Saison der Blau-Weißen eher durchwachsen. Viele Spiele wurden knapp verloren, es fehlten die Tore, aber die Mannschaft von Lars Hillmann hat daraus gelernt. Auch dieses Spiel spiegelt die Saison des TC Blau-Weiß ganz gut wider. Man muss sagen, über die Saison gesehen hat uns genau das gefehlt, die Tore, weil wir aus so vielen Chancen keine gemacht haben. Aber das haben wir eigentlich gelernt, weil wenn man jetzt so sieht, die besten, sehr erfahrene Mannschaft, in dieses 8-6 oder 8-7 haben wir uns über die Saison verdient und erarbeitet einfach. Die Blau-Weißen starten souverän in die Partie, gehen gleich mit 2 Toren in Führung. Aber die Zehlendorfer Wespen wissen ihre Chancen zu nutzen, sodass es zur Halbzeit 3-3 steht. In der zweiten Halbzeit erstarken die Gäste aus Zehlendorf und gehen schnell in Führung, der die Gastgeber immer hinterherlaufen müssen. Erst in den letzten Minuten der Partie und nach dem Treffer zum 6-6 durch Fabio Marelli gelingt es der Mannschaft, eine 2-Tore-Führung zu erzielen. Mit einem knappen, aber verdienten 8-7-Sieg beendet der TC Blau-Weiß die diesjährige Hallensaison. Wir versuchen jetzt hier den Schwung aus dem letzten Sieg mitzunehmen in die Feldsaison. Vielleicht kriegen wir auch noch den einen oder anderen neuen Spieler dazu. Zudem kommen auf die junge Mannschaft einige Veränderungen zu. So verlässt der Schweizer Fabio Marelli die Mannschaft und wechselt wieder nach Basel. Dafür kommt der ägyptische Spieler Shirif ins Team. Als nächstes wartet aber erstmal die Feldhockeysaison auf das Team. Da soll natürlich wieder angegriffen werden. Das ist ein Vorausblicken auf das Feld, denen zu zeigen, nee Mann, wir wollen immer und ihr wolltet heute weniger. Ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, dass ich sehr positiv in die Zukunft gucke, wenn wir diesen Weg weitergehen. Doch der TC Blau-Weiß blickt zuversichtlich in die Feldhockeysaison. Denn die ersten Gegner heißen Zehlendorfer Wespen. Das kann ja nur spannend werden.